Ich bin der Callcenter-Crusher und habe heute als ersten Anrufer offensichtlich einen Fan von Batman. Adam West war nämlich der Schauspieler, der von 1966 bis 1968 die Rolle des Batman gespielt hat und 2017 verstorben ist. Dieser Scammer sprach gutes Deutsch und wird unbedarften Interessenten sicherlich gefährlich. Sein hochtrabendes Geschwafel kann mich aber nicht beeindrucken und er stochert mit seinen Vermutungen eher blind im Nebel. Nach dem Intro könnt ihr seine Stocherversuche hören. Ja, bitte. Guten Morgen, Herr Adamczyk. Grüß Sie. Ja? Adam West am Apparat, Senior Broker der Handelsunternehmen Finanzmarkets. Ich hoffe, ich störe Sie erstens im Voraus nicht, Herr Adamczyk. Nee. Nein? Gut. Wie gesagt, mein Name ist Adam West. Und ich melde mich konkret von der Handelsunternehmen Finanzmarkets, falls Ihnen der Name nochmal was im Voraus sagt. Nee, sagt mir nichts. Sagt Ihnen der Name nichts. Okay. Nee. Okay, in Ordnung. Wie ich jetzt aber sehen kann, vor einer geraumen Zeit, es ist kaum 3 Monate her, haben Sie in einem von unseren Werbekampagnen einen Kontingent im Grunde genommen akzeptiert zum Thema Online-Trading, Online-Handeln. Was habe ich akzeptiert? Marketing bei investing.com, falls Ihnen der Name sagt. Was sagt eine Finanzüberwachungsplattform? Nee, sagt mir nichts. Natürlich führen wir Marketingkampagnen an viele verschiedene Marktüberwachungsplattformen und wie ich es hier sehen kann, haben Sie in einen davon reagiert, womit ich mich dann einfach erkundigen wollte, Herr Adamczyk. Und Sie sind eine Marktüberwachungsplattform? Nein, wir sind eine Handelsplattform. Wir stellen unsere Marketingkampagnen an Marktüberwachungsplattformen. Wo können wir Sie, wenn Sie natürlich interessiert sind, was unternehmen? Es akzeptieren können und somit werden Sie von jemanden in unserem Team kontaktiert. Sie können bestimmt bis jetzt auch einen Akzent in meiner deutschen Aussprache merken, dass ich kein Deutscher bin, bestimmt. Ja, aber ich bin ein Engländer. Wo habe ich was akzeptiert, bitte? Geben Sie mir eine Sekunde, ich rufe mal deine Dokumente hier auf. Unter Finanzen 100, finanzen.de sind Marktüberwachungsplattformen, wurde eine Akzeptanz durch diesen Telefonnummer stattgefunden vor ungefähr 3 Monaten, womit ich mich heute dann nur erkundigen wollte, Herr Adamczyk. Momentan verstehe ich noch nicht genau. Wo habe ich irgendwas akzeptiert? Finanzen 100. Nee. Die Seite Finanzen 100, sagt Ihnen diese Seite was? Nein, sagt mir gar nichts. Okay, dann soll ich vermuten, dass es ein Versehen sein könnte, dass Sie uns akzeptiert haben? Ja, ich weiß ja gar nicht, was soll ich akzeptiert haben? Das wollte ich vielmals bis jetzt sagen, aber Sie unterbrechen mich ständig. Ja, dann erzählen Sie mal. Okay. Herr Adamczyk, wie gesagt, ich bin ein Senior Broker der Handelsunternehmen Finanzmarket. Mit Herkunft bin ich ein Engländer, deswegen möchte ich mich im Voraus auch entschuldigen, falls ich etwas nicht Richtiges in Deutsch aussprechen kann. Sorry. Jedoch, der heutige Anruf ist im Grunde genommen so, damit ich mich auch bei Ihnen erkundigen kann, ob das Thema Online-Handeln etwas, mit was Sie frühere Erfahrung ist, das Sie gesammelt haben, oder soll das das erste Schritt sein, dass Sie in diese Richtung nehmen wollten, außer Kuriosität mehr zu verdienen, vermute ich, ne? Aus Kuriositäten? Neugier, sagt man das in Deutsch, glaube ich, ne? Ja, Kuriosität ist was anderes. Gut, ja, nee, ich bin Online-Händler. Ich arbeite häufig mit eBay und mit Amazon zusammen. Okay, also das ist E-Commerce, nicht unbedingt Online-Trading, oder? Nö, Sie haben ja auch nur nach Online-Handel gefragt. Online-Trading, Online-Handeln, das habe ich im Grunde genommen gemeint. Ja, das haben Sie aber nicht gesagt. Okay, wenigstens jetzt verstehen Sie, was ich meine. Ja, jetzt ich, verstehe ich das. Ich kümmere mich mit den Märkten seit ziemlich lang und somit wollte ich mich dann auch heute nur erkundigen, ob das Thema für Sie etwas, mit was Sie sich schon Erfahrung gesammelt haben, ist. Oder sollte das erste Schritt sein, wo Sie mehr erfahren möchten, wie Sie eine gute passive Einkommensquelle erwirtschaften können in dieser Ankunft der Rezessionszeit, davon die Frau Lagarde uns am Anfang des Jahres schon gewarnt hat. Wer hat was gewarnt?
Können Sie mich nicht deutlich verstehen Nee, oder ist meine Aussprache ziemlich schlimm? ja, Woran liegt es? welche Frau hat mich vor was gewarnt? Nicht Ihnen. Europaweit hat die Frau Lagarde, Christine Lagarde, die Direktorin von ECB, die Europäische Zentralbank, an die letzte Sitzung am 25. Januar dieses Jahr uns über eine kommende Rezession gewarnt, dass dieses Jahr stattfinden sollte, Mitte des Jahres bis Ende des Jahres. Was heißt, dass natürlich die ökonomische Wirtschaft hochsteigt, Löhne können auch grundsätzlich hochsteigen, aber natürlich die Produkte, die wir als normale Bürger verwenden, im Grunde genommen werden gleichzeitig im Preise erhöhen und somit ist es natürlich eine finanzielle Schwierigkeit, würde ich mal sagen, für die meisten Bürger. Sei es in Deutschland oder auch europaweit, womit ich Ihnen dann anfragen wollte, ob Sie einen Plan, finanziellen Plan formuliert haben, an wo Sie oder was Sie an der Börse oder an die Märkte investieren können, mit was Sie Ihren Geld, sagen wir mal, gut aufbewahren und einen guten passiven Einkommensquelle einrichten könnten. Da habe ich mich bis jetzt noch gar nicht für interessiert. Ach so, okay. Wäre das etwas, das unter Ihren Interessenbereich fallen würde, im Ja, Grunde dann, genommen? was bieten Sie denn an? Ich biete Ihnen an, ein Teil unserer Kundenkreis zu werden, womit Sie dann Access, können Sie vielleicht Englisch verstehen überhaupt, Herr Wenig. Hademazik? Ja, okay, das hätte meinen Job natürlich einfacher gemacht. Sie kriegen die Möglichkeit, ein Teil ein größeres Team zu werden. Unser Unternehmen arbeitet schon europaweit in börsliche Geschäfte schon seit Jahrzehnten. Und unsere Strategien in den letzten 3 Jahren haben uns ein paar sehr gute, profitable Entscheidungen gegeben, mit was wir auch gut profitabel im Grunde genommen waren. Und bei wir meine ich natürlich unsere Kundschaft insgesamt. Ich würde uns gerne vorstellen, wenn Sie natürlich ein paar Minuten Zeit haben, aber ich vermute, ich fange Sie in einer ungünstigen Zeit. Oder Nö, stellen Sie einfach denke mal ich? vor. Alles klar. Wie gesagt, mein Name ist West. Adam West. Natürlich, wenn Sie mehr über mich erfahren möchten, wer ich als ein Broker bin, können Sie einfach online gehen, meinen Vor- und Nachnamen eingeben, Broker dahinter und normalerweise das Ergebnis bin ich. Jedoch, als ein Finanzhandelsunternehmen, unser Team handelt im Grunde genommen meistens durch Informationen. Also Information ist sehr wichtig, um zu wissen, wo man und wann man investieren soll. Und wie wir das erwirtschaften, ist durch unsere Analysten. Unsere Firma ist insgesamt von 80% Analysten gebaut, wo die Hälfte davon in-house arbeiten und technische Analysen vorbereiten und somit rund um die Uhr mit dem persönlichen Risikobuchhalter auch arbeiten, damit sie für jeden unseren Kunden den perfekten Finanzplan einstellen können, einrichten können, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und somit die andere Hälfte von unseren Analysten sind tatsächlich auch weltweit geteilt worden an viele verschiedene Finanz- und Börseplattformen, damit sobald neue Informationen auch auftauchen sollte, wir dann auch einer von den ersten sein können, der Zugriff an solche Informationen hat, was uns im Grunde genommen auch die Gelegenheit gibt, an viel günstigere Preise zu investieren, was im Gegenteil heißt, dass der Profit sicherlich auch besser sein wird. Und damit Sie das besser verstehen würden, würde ich Ihnen gerne ein Beispiel erwähnen. Einer von den besseren, sage ich mal, Einnahmen, die uns einen sehr, sehr attraktiven Profit eingebracht hat an unsere Firma in den letzten, sage ich mal, 5 Jahren, war in 2019. Falls Sie sich daran erinnern, wie die Ölpreise sich bewegt haben 2019, so gegen April 16. hat es angefangen, wo die Ölpreise ziemlich hoch gegangen sind. Sagt Ihnen das was? Ich weiß, wie die Ölpreise gestiegen sind, aber kommen Sie doch jetzt mal zum Punkt. Sie handeln also mit Informationen oder womit handeln die? Wir handeln mit Aktien, mit CFDs, mit Anleihen, mit ETFs, mit Fonds, mit Kryptowährungen, mit Währungen und alles andere, das an der Börse existiert. Jetzt natürlich, wir handeln nur so, wo wir auch einen Profit uns vorstellen können. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt spezifisch nur an Aktien konzentrieren oder nur an Währungen konzentrieren. Wir konzentrieren uns daran, wo wir auch Profite wirtschaften können. Jetzt. Seit den letzten 3 Jahren, durch diese Strategie, die ich Ihnen vorhin erwähnt habe, haben wir einen monatlichen Durchschnitt, wie gesagt, in den letzten 3 Jahren von 21,39% erwirtschaftet. Etwas, das ich Ihnen natürlich nicht versprechen oder garantieren werde, weil im Grunde genommen bin ich natürlich auch kein Gott. Da wird es Fälle geben, wo wir auch höhere Profite wirtschaften können oder auch weniger Profite.
als 21,39%. Aber natürlich das Wichtigste, an was wir uns konzentrieren sollten, ist, dass der Profit am Prozente viel höher sein sollte als derjenige an Verlust. Weil Verlust wird natürlich Teil unseres Geschäfts auch sein. Jetzt, ich würde Ihnen gerne mal online weiterleiten, Ihnen mehr über unsere Gelegenheit oder Angebote mitzuteilen, womit Sie sich selbst erkundigen können, ohne dass Sie jetzt einem Fremden am Telefon glauben sollten. Und damit ich auch nicht für lange ein Fremder bleibe, wäre es gut, dass Sie ein Gesicht haben, wo Sie meine Stimme halt anhängen können. Erstmal brauche ich ja, Sie haben sicherlich dann, wie heißt Ihre Firma, wie heißt Ihre Webseite? Finanze Markets. Z wie Zeppelin und E am Ende. Können Sie es mal buchstabieren, bitte? Ja, auf jeden Fall. Wenn Sie möchten, kann ich es Ihnen auch per E-Mail weiterleiten. Nö, das können Sie erstmal einfach buchstabieren. Alles klar. Also F wie Friedrich. Ja. Ida. Ja. Nordpol. Ja. Anton. Ja. Nordpol wieder. Ja. Z wie Zeppelin. Ja. E wie Emil. Ja. Und Market, also M-A-R-K-E-T. Martha, Anton, Richard. Kaufmann, Emil, Thomas. Ja. Ja. Und weiter? Und .de. .de. Genau. Finanzmarket.de. Genau. Sagt mir so noch nicht gar nichts, aber schauen Jetzt wir doch noch. Mal. Ja. Dann machen wir es nochmal auf. Gesundheit. Ich habe ja nur gehustet. So. Ja, kein Problem. Bitte. So, das ist Ihre Webseite, ja? Ja. Okay. Was sehen Sie jetzt in Ihrem Bildschirm, bitte? Na, Ihre Webseite. Damit ich weiß, ob Sie in die korrekte sind, sagen Sie mir, was Sie da sehen. Wenn Sie es richtig buchstabiert haben, dann bin ich auf der richtigen Webseite. Okay, ist die Seite in Englisch oder in Deutsch bei Ihnen? Die ist in Deutsch. In Deutsch, okay, wunderschön. Falls Sie die Sprache ändern möchten, natürlich an die rechte Seite oben, sehen Sie ein weißes Globus, wo Sie es ändern können. Aber Sie hören sich von dem Akzent aus als ein... Das ist kein Akzent, das ist meine Sprache, Deutsch. Genau, ein geborener Deutscher. Ja, und? Gut. Mein Lieber, wenn Sie möchten, können Sie weiter mal recherchieren und selbst schauen, ob was wir anbieten für Ihnen zur Frage kommt oder nicht. Ja, bis jetzt haben Sie ja noch gar nichts erzählt. Sie haben nur gesagt, was Sie machen. Und meine Frage ist, von wo aus sind Sie an meine DE-Webseite? Sie rufen aus Deutschland an? Nein, direkt von London aus kriegen Sie diesen Anruf. Von London mit einer deutschen Handynummer? Genau, ja. Warum das? Ja, da war ein Fall vor ungefähr 5 Jahren, wo Kunden sich beschwert haben wegen unerwünschter Telefonsteuer, die sie bezahlen müssen. Wegen Telefonsteuer? Telefonsteuer ist toll. Ja, ist lustig. Okay, freut mich, dass Sie es lustig finden. Und wie ich es erklären wollte... hat die Firma sich entschieden, einen Telefonnummer normalerweise bei jeder Regierung, wo wir Kunden betreuen, zu erhalten. Diese Telefonnummern wurden in einen Algorithmus inkorporiert, wo wir dann Kunden, ohne dass Sie oder wir extra Anrufssteuer oder Gesprächssteuer oder Telefonsteuer, wie immer Sie das nennen möchten, Was ist denn eine Telefonsteuer? Erklären Sie mir das mal. Wenn Sie natürlich, ich weiß nicht, ob ich das richtig in Deutsch Ihnen erklären kann. Versuchen Sie es doch einfach mal. Ich probiere es. Am Endeffekt, wenn man natürlich die Anrufe von Ausland erhalten. Hallo? Ja. Hören Sie mich? Hallo? Ja, ich höre Sie. Hallo. Herr Danzig, ich höre Sie leider nicht. Ich glaube, Sie hören mich trotzdem. Ist schon zu kompliziert? Hallo? Ja, ja. Ich weiß genau, dass Sie mich hören. Kein Problem. Sie geben jetzt also vor, mich nicht mehr zu hören. Okay.
Da hatte der komische Betrüger wohl den richtigen Riecher, dass ich nicht bei ihm investiere. Ich habe ihn wohl durch meine Nachfragen schon skeptisch gemacht und er gab vor, mich nicht mehr zu hören. Normalerweise ruft man dann ja nochmal an, das hat er aber nicht gemacht. Diese Möchtegern-Betrüger führen in letzter Zeit häufiger das Interview der Frau Lagarde aus dem Januar 2024 an, um Kompetenz zu heucheln. Schauen wir mal, was der nächste Anruf bringt. Ja? Hallo? Ja, schönen guten Tag, liebe Sam. Adam Mayer am Apparat aus Handelsplattform. Sie haben sich erfolgreich bei uns registriert und ein Handelskonto erstellt. Jedoch die Aktivierung wurde bis zum Ende noch nicht durchgeführt. So, aus diesem Grund habe ich Ihnen angerufen. Und soweit ich verstanden habe, wollen Sie auf dem Finanzmarkt tätig sein, investieren und Geld verdienen. Ist das so? Es kommt darauf an, was Sie anbieten. So, schauen Sie, erstmal sollen wir das Konto aktivieren. Und danach, nach der Aktivierung, innerhalb von 24 Stunden, meldet sich der Finanzberater bei Ihnen und alles Weitere werden Sie mit dem Berater zusammen klären. So. Haben Sie Erfahrung im Finanzmarkt oder sind Sie Anfänger? Ja, ich habe schon Erfahrung. Ja, wunderbar. Dann anscheinend wissen Sie auch, ne, dass Sie zu Beginn Startkapital benötigen. Und wenn ich fragen darf, mit welchem Betrag würden Sie gerne anfangen? Also 900 Euro. Okay. So. Schauen Sie, bei uns gibt es drei bestimmte Summen, Mindestbetrag 250, Niveau 500 und Profiniveau 1000. Ich sagte ja, ich möchte mit 900 Euro anfangen. Okay, alles klar. Und welche Zahlung bevorzugen Sie für die Einzahlung? Ich nutze nur Überweisung. Überweisung. Okay, dann in dem Fall bekommen Sie die Bankdaten zugeschickt. Ja, soweit der Betrag auf das Konto gut geschrieben wird, bekommen Sie die Zugangsdaten per E-Mail automatisch zugeschickt. Und innerhalb, wie gesagt, 24 Stunden meldet sich der Finanzberater bei Ihnen. So, zusammen werden Sie Strategie entwickeln, die Einstellung einrichten und somit auch mit Handel beginnen. Haben Sie vielleicht noch Fragen? Ja, ich warte jetzt auf die Bankdaten. Alles klar. Haben Sie auch ein WhatsApp unter dieser Nummer gespeichert? Das ist eine Festnetzrufnummer, da gibt es kein WhatsApp. Tut mir leid, es wird bei mir nicht angezeigt. Okay, dann gleich bekommen Sie es per E-Mail zu. Genau, ich warte am Telefon, ich bleibe an der Linie. Okay. Vielleicht habe ich ja dann nochmal Fragen. Mhm. Alles klar, Moment. Und nun kam über 6 Minuten Warteschleifenmusik, die ich aus Urheberrechtsgründen natürlich herausgeschnitten habe. Jetzt geht's weiter. Hallo? 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 Hallo. Ja. Hallo. Ja, die Verbindung war gerade weg. Ja, hören Sie mich? Ja. Ja, von wo aus rufen Sie denn an, dass Ihre Verbindung wegbricht? Aus Frankfurt am Main, aber die Nummer wird dann vom Internet also generiert. Ja, es kann sein, dass es bei Ihnen Vereinigte Königreich oder weiß ich nicht, was es bei Ihnen angezeigt wird. Oder Österreich. Ja, aber... ja. Aber was? Meine Frage, ist die Nachricht, die Nachricht bereits bei Ihnen eingetroffen? Ja, das ist sie, tatsächlich. Nur Sie sagten, in Frankfurt am Main sind Sie? Mhm, genau.
Es ist sehr laut bei Ihnen. Wo ist Ihre Firma denn in Frankfurt am Main? Die Adresse. Alle weiteren Informationen gleich bekommen Sie per E-Mail zugeschickt. Ja, gut, dann warte ich auf auf die Unterlagen. E-Mail. Dann warte ich auf die E-Mail. Alles klar. Ja, bleiben Sie Alles dran. Klar. Dann bedanke ich mich. Hallo! Ja. Dranbleiben, ich habe ja noch weitere Fragen vielleicht. Da muss ich erstmal die E-Mail haben. Dann bitte in dem Fall. Ja, schreiben Sie uns eine Nachricht. Nee, ich möchte ja erstmal, habe ich noch mal ein paar Fragen. Also Sie sagen, Sie sind in Frankfurt, ja? Okay, gut, okay. Ja, stellen Sie diese Frage an Kollegen, die werden eine Nee, Antwort ich, ich stelle, ich stelle Sie, Ihnen jetzt die Frage, weil Sie haben mich ja angerufen. Ihnen. Ja, aber so viel Zeit habe ich nicht. Ja, Kunden. Ach, Sie haben keine Zeit für Ihre Kunden? Sie haben keine Zeit für Ihre Kunden? Warum nicht? Verzeihung bitte. Alles, was Sie da benötigen, haben Sie bekommen. Und ja, Fall ja, habe ja. Ich schon nee, ich benötige ja noch mehr. Ich benötige ja noch mehr. Zum Beispiel, da Sie ja ein genau ja, kann ich Ihnen gerne sagen. Da Sie ja ein Finanzdienstleister sind, möchte ich gerne mal wissen, wo der Sitz Ihrer Firma ist. Ist das der Hauptsitz in Frankfurt? Mhm. In Frankfurt, gut, okay. Und als ja. Deutscher, und dann sind Sie ein deutsches Unternehmen, oder? Na klar, doch. Sie sind ein deutsches Unternehmen, ich okay. Verstehe, was Sie, ich bin noch nicht fertig. Ja, ich bin noch nicht fertig mit meinen Fragen. Da müssen Sie mich schon Fragen stellen lassen. Wenn ich bei Ihnen einzahlen soll. So, also ein deutsches Unternehmen und reguliert sind Sie wo? Dann bei der BaFin? Na klar, doch. Schauen Sie, bei der BaFin, okay. Unter meinen Ja, das merke ich, dass Sie keine Kompetenz haben, das ist klar. Aber Sie sagen, Sie sind bei der BaFin reguliert. Haben Sie mal die Regulierungsnummer, die Sie bei der BaFin erhalten haben? Wie schon bereits erwähnt. Ja, die hätte ich gerne. Kriegen Sie gleich per E-Mail zugeschickt, okay? Das bezweifle ich. Sicher werden Sie das gleich sehen. Ich warte auf Vielen die E-Mail. Dank, Bleiben Sie so lange dran. Ich warte. Ich warte so lange am Telefon. Ich bleibe an der Linie. Hallo? Hallo, guten Tag. Ich spreche mit Heini Riebelsam. Mit wem wollen Sie sprechen? Hier ist der Schulze, persönliche Kontoleiterin von... Mit wem wollen Sie bitte sprechen? Ich bin Anne Schulz. Ja, und mit wem wollen Sie sprechen? Mit wem wollen Sie sprechen? Sind Sie Heini Riebelsam? Riebesam, ja, richtig. Okay, hier ist Anne Schulz, Ihre persönliche Kontoleiterin. Anne Schulz ist Ihr Name? Ja, richtig. Es ist sehr laut bei Ihnen, ich verstehe Sie kaum. Jetzt hören Sie mich? Nee, es ist immer noch sehr laut bei Ihnen. Sie müssen mal ein bisschen die Musik ausmachen. Dann kann ich Sie besser verstehen. Jetzt hören Sie mich. Ja, es ist immer noch sehr laut, aber erzählen Sie mal. Weswegen rufen Sie jetzt an? Okay. Ich bin Anne Schulz, wie ich gesagt habe, von Online-Handelsplattform. Sie haben bei uns ein Handelskonto registriert, deshalb habe ich Sie angerufen und möchte Ihnen helfen, Ihr Konto richtig zu aktivieren. Gut, dann fangen Sie doch mal an, damit zu sagen, von welcher Online-Handelsplattform Sie anrufen. Das ist die Online-Trend, wo Sie können... Bitte, was sind Sie? Das ist Online-Handelsplattform. Ja, welche denn? Welche denn? Es gibt tausende von Online-Handelsplattformen. Bitte? Market-Trend 24. Ja. Market-Trend 24. Okay. Und möchten Sie jetzt die Aktivierung machen? Ja, wenn ich ein bisschen was über Ihre Seite weiß... Aber momentan sagt mir das noch gar nichts. Jetzt haben Sie Möglichkeiten, für Ihr Geld zu arbeiten. Ja, ich arbeite jetzt schon für mein Geld. Ich arbeite ja. Ich arbeite ja jetzt schon für mein Geld.
Hallo. Hallo. Ja, hallo, servus. Schön, Sie zu erreichen. Margos am Apparat. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Zeit jetzt gerade. Wen wollen Sie denn sprechen? Hier wohnen mehrere Leute. Okay, eigentlich ist es ja ein Name hier. Richard Siebeneicher. Ja, das bin ich. Okay, es geht ja jetzt darum, wegen dem Interesse, was Sie da gezeigt haben, durch eine Anmeldung für Kryptowährungen. Bin ich richtig bei Ihnen? Ja. Eigentlich bin ich der zuständige Person, ausführliche Informationen darüber zu mitteilen. Was sind Sie? Bitte. Ansprechpartner für ausführliche Informationen darüber zu mitteilen. Jetzt aus. Ja, dann teilen Sie mal mit. Okay. Darf ich mal kurz fragen, haben Sie schon mal solche Investitionen vorher schon beschäftigt? Waren Sie schon beschäftigt, oder? Beschäftigt, ja. Und Sie wissen ganz genau die Branche, wie das funktioniert, so allgemein meine ich jetzt. So oder? Allgemein meine ich, ja. Okay. Mit dem Robot-Trading-System haben Sie schon mal probiert? Nein. Das möchte ich ja gerne anbieten jetzt aus. Es ist ja auch ganz einfach zum Bedienen jetzt aus. Läuft durch die künstliche Intelligenz. Und ganz einfach zum Bedienen mit verschiedenen Möglichkeiten jetzt aus. Ne? Deswegen. Mindestbetrag ist ja 250 Euro. Zuerst brauchen Sie ein gültiges Konto da zum Öffnen und selber zum Testen. Ist das angenehm für Sie? Ja, aber ich möchte eigentlich ein bisschen mehr Informationen. Also, was kann man denn verdienen mit sowas? Kommt die Frage an jetzt von der Einstellung, weil normalerweise mit den 250 Euro, normalerweise ist das zum Testen die ganze. Es wird ja ein Profit, sag mal, durchschnittlich 10 bis 20% Maximum. Durchschnittlich, aber man muss ja in welchem auch Zeitraum? Kommt die Frage jetzt an, wie die Markt ständig auch in Bewegung ja auch ist, ne? Weil, sag mal ja auch so, es gibt ja auch Zeiten, wo der Markt bewegt ja auch nicht. Ja, gut, Sie haben jetzt gesagt, Sie haben jetzt gesagt 10 bis 20%. In welchem Zeitraum? Genau. Durchschnittlich einen Monat, meine ich jetzt aus. In einem Monat, okay. Ja, genau. Weil es gibt ja auch Zeiten, wo der Markt bewegt ja auch nicht, ne? Man muss ja auch Verständnis haben. Nö, der Markt ist immer in Bewegung. Okay, aber kommt jemand Frage an, mit 250 Euro zum Beispiel, man kann da auch nicht einsetzen für den Rohstoffen. Für den was bitte? Was sind Rohstoffe? Für den Rohstoffen, Rohstoff. Also Rohöl und so weiter. Also ich meine Rohstoffe. Rohstoff, ja genau. Ja, Rohstoff ist ja was anderes wie Rohstoff. Nee, Rohstoff, aber schlecht ausgedrückt ist es aus. Ja, richtig. Die sprechen ein bisschen schlecht Deutsch tatsächlich. Natürlich, ich bin ja auch kein Deutscher, ne? Ja, was sind Sie denn für ein Landsmann? Portugiese. Ein Portugiese, ah ja. Genau. So, es geht jetzt in die Richtung, weil man muss ja da alles bewusst sein, ne? Was man da investiert und was man da für ein Ziel erreichen ja auch will in der Zeit. Und gleichzeitig mit den 250 Euro, es ist ja nicht so, dass man Millionär wird, ne? Man muss immer realistisch sein. Ja. Ich weiß ja auch nicht Ihre Richtung, was Sie da gehandelt haben im Verlauf der Zeit. Ich hab doch nicht behandelt. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich gehandelt habe. Ah, okay. Ne, ich meine jetzt aus, weil es gibt ja verschiedene Leute jetzt aus, ne, deswegen. Ja, es gibt. Aber allgemein. Es gibt allgemeine verschiedene Leute. Und ich bin einer genau. Leute. Okay, ich meine das so. Allgemein jetzt aus, ne. Das ist ja nicht was, persönlich. Was allgemein? Allgemeine Informationen darüber. Weil es gibt ja auch Leute, die sind ja auch interessiert in die Aktien zum Beispiel oder Indizien. Oder langfristige Investitionen. Ich bin an Verstehen dem Sie? Interessiert, was viel Geld bringt. Das ist doch jeder, ne? Aber trotzdem, ja, also. Man muss ja auch ein bisschen Mühe erstmal geben, damit man lernen, wie die ganze funktioniert. Ne? Und dann der zweite Schritt, man entscheidet ja auch selber in solche Richtungen. Ich werde ja gerne empfehlen, das alles zum Testen. Ja, wie kann man das testen? Okay, die E-Mail-Adresse, was Sie da eingetragen haben, ist das richtig? richard.siebeneicher@mailbox.org? Ja, das ist richtig. Okay.
Ist es angenehm zum Anfangen mit dem niedrigsten Betrag 250 Euro? Ich hatte mir eigentlich ein bisschen mehr vorgestellt. Okay, gut. So, Sie bekommen von unserer Seite jetzt aus eine E-Mail, ne? Mit den Möglichkeiten für die Bankdaten über dem Online-Banking jetzt aus. In einem zweiten Schritt werde ich wieder nochmal anrufen, zusammen für den Konto zu meinen Richtern, weil das dauert 1 bis 3 Werkstage. Ja, das ist ja normal. Ganz genau, das ist ja ganz normal. Ich weiß ja auch nicht mit den Uhrzeiten jetzt aus, weil normalerweise wir arbeiten mit den Terminen zwischendurch. Ne? Ich kann das auch heute erledigen mit dem Konto zu meinen Richtern zusammen mit Ihnen, wenn es möglich auch ist. Oder Ja, wie die ja. Zeit bei Ihnen ja auch aussieht. Ich nehme mir die Zeit. Schicken Sie mir doch erstmal die E-Mail, dass ich überhaupt mal ein Okay. bisschen was weiß, wie Ihre Plattform heißt, dass ich mir das Genau. doch mal angucken kann. Genau, richtig. Dann mache ich das über die E-Mail Ja, und ich bleibe am dann rufe Apparat. ich Sie wieder Nee, auch ich an. bleibe am Okay? Apparat. Warte mal kurz, weil ich muss mal mit dem IT jetzt das alles erklären. Kurzer Augenblick. Bleiben Sie mal kurz dran. Ja. In der nun folgenden Wartezeit hätte ich euch gerne ein Liedchen vorgesungen, aber ich kann leider nicht singen. Deswegen habe ich es einfach rausgeschnitten. Ja, ich bin noch da. Sie halten das ausführlich per E-Mail jetzt aus, aber falls Sie die Möglichkeit haben, vor dem PC jetzt zum Sitzen, machen Sie mal bitte eine Google-Seite auf. Ja, Moment. So, ich starte mal den Rechner. Okay, gut. So, fährt gerade hoch. Okay, macht ja auch nichts. Wenn ich fragen darf, wie viel Zeit haben Sie zur Verfügung so täglich? Ja, das kommt immer drauf an, wie viel Zeit ich mir nehme. Okay. Muss sich ja lohnen. Wenn es sich lohnt, dann nehme ich mir gerne Zeit. Natürlich, natürlich. Nee, ich meine, ob Sie beschäftigt ja auch sind Natürlich, täglich. natürlich. Okay. Es ist ja eine Branche, wo man muss ja auch ein bisschen Mühe geben, erstmal mit dem Lernen, wie die ganze funktioniert. Weil viele So, Leute das mein Rechner ist denken, das ist. hochgefahren. Was soll ich da jetzt Okay. eingeben? So, öffnen Sie eine Google-Seite. Ja. Ich werde das ein bisschen buchstabieren lassen, damit es das richtig eingetragen wird. Ich Ja. lese das einmal so durch. Lightstocksfx.com, aber ich buchstabiere. Also L wie Ludwig, Ja. I wie Ida, Ja. G wie Gustav, Ja. H wie Heinrich, Ja. D wie Theodor, Ja. S wie Siegfried, Ja. T wie Theodor, Ja. O wie Otto, Ja. C wie Cäsar, Cäsar, ja. K wie Kaufmann, Ja. S wie Siegfried, Ja. F wie Friedrich, Ja. X wie Xanthippe, Ja. Punkt com. Punkt com. Das ist Ihre Webseite. Genau. In der Zeit ist ja auch die E-Mail bei Ihnen getreten, aber trotzdem machen wir das ja auch manuell Nee, zusammen. eine E-Mail ist nicht angekommen. Es kommt jetzt gerade, ist ja schon unterwegs. Also die Seite lautet lightstocksfx.com. Richtig, sehe ich. Tippen Sie mal kurz ein und sagen Sie mir, was Sie da sehen, damit wir in die gleiche Seite zusammen da schauen. Ich sehe Ihre Webseite, so wie Sie sie diktiert Genau. haben. Okay, perfekt. In der rechten Seite, Sie können ja auch die Sprache auf Deutsch wechseln. Ja, Augenblick, muss ich mal machen. Ist ja auch einfach jetzt aus, ne? Augenblick, ja. So, auf der rechten Seite. Ja. Haben Sie das? Okay, Ja, perfekt. habe ich. Da steht ja auch die Möglichkeit mit dem Registrieren. Ja. Na, drücken Sie mal kurz Registrieren. Die Seite ist sehr langsam. Kommt immer eine Frage von dem Internet jetzt aus, ne? Ja, aber mein Internet ist schnell. Ihre Seite ist sehr langsam. Okay. Registrieren sehe ich dann nirgends. Da sehe ich. Gut, aber Okay, na komm. ich möchte ja erstmal ein bisschen was Bitte. wissen über Ihre Firma. Bitte. Ja,
Also, da nehmen Sie die Zeit, lesen Sie das alles in Ruhe und sagen Sie mir, wann ich kurz noch mal wieder anrufen Nee, kann. ich habe Sie doch jetzt gerade am Telefon. Ich habe Interesse an einer Firma, die schon viele Jahre existent ist. Wie lange sind Sie mit dieser Webseite existent am Markt? Das können Sie alles durchlesen, meine Liebe. Ja, wo steht das denn bitte? Schauen Sie mal das alles. Ja, wo steht das dann bitte? Kurzer Augenblick, weil ich bin ja auch nicht bei dem Rechter, ist also das alles zu sehen jetzt, bei dem Seite. Das ist doch Ihre Seite. Kennen Sie Ihre eigene Seite nicht? Wissen Sie nicht, wie lange Ihre Seite existiert? Oh, warte mal kurz, bitte. Warten Sie mal kurz, bitte. Warten Sie mal, Entschuldigung. Also, ich erhalte das jetzt gerade als Information, dass Sie schon registriert sind bei uns. Wüsste ich nichts von, nee. Genau, ich wusste das auch gerade nicht, aber jemand ich weiß da auch nichts von. Dass dem Kunden, was es gerade angerufen werden, sind ja auch schon gemeldet bei uns. Nee, bin ich nicht. Da wüsste ich ja was von. Wann habe ich mich da angemeldet? Ich weiß ja auch nicht, wie lange, ne? Weil ich rate nur normalerweise nur den Namen von dem Kunden. Sie raten den Namen von dem Sie raten den Namen von den Kunden? Nein, ich erhalte eine Liste von dem Kunden, wo ich anrufen soll. Ja, dann fragen Sie doch mal, wer hat Ihnen gesagt, dass ich angemeldet bin? Ich weiß ja auch nicht, weil muss ich so mit solchen Worten jetzt spielen daran. Ja, entweder, meine Frage, Sie sind ja schon folgendes. Lassen Sie mich doch mal bitte ausreden. Lassen Sie mich doch bitte mal ausreden. So, also, wer hat Ihnen gesagt, dass ich da angeblich schon angemeldet bin? Wer hat das gesagt? Da kommt ja auch Ihr Name, E-Mail-Adresse, ja, Telefonnummer. Wer hat das gesagt, habe ich gefragt. Wer aus Ihrer Firma hat das gesagt? Sie selber haben das bestätigt, oder? Wer hat das gesagt, habe ich gefragt. Verstehen Sie meine Sprache nicht? Ich verstehe Sie, aber ich weiß ja auch nicht jedes ausführliche Information, was Sie jetzt mir gerade fragen. Ja, okay. Sie wissen aber doch, Sie haben doch gesagt, Ihnen wurde gerade mitgeteilt, dass ich angeblich schon registriert wäre. Genau. Wer hat Ihnen das gesagt? Mein Chef. Gut, fragen Sie bitte mal Ihren Chef, wann ich mich da registriert haben soll. Keine Ahnung. Ja, dann fragen Sie doch einfach mal Ihren Chef, wenn Sie keine Ahnung haben. Ein Spielchen mit dem Wort da jetzt aus, ne? Nee, ich möchte gerne wissen, wann ich mich da registriert habe. Lassen Sie mich bitte mal ausreden lassen, nicht ewig dazwischenreden. Was, Sie wollen mich nicht ausreden lassen? Nein, es geht ja auch nicht. Ja gut, dann habe ich kein Interesse mehr, mit solcher Firma zusammenzuarbeiten. Okay. Genau. Das ist ja auch. Okay, schönen Tag. Ja, tschüss, Betrüger. Na, tschüss. Arschloch. Tschüss, Betrüger. Hahaha, Arschloch, hast du reingefallen, ne? Ja. Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herr Jürgensmann? Ja, ist richtig. Herr Jürgensmann, hier spricht Anna Hans und ich melde mich vom Finanzmarkt. Sie haben gerade auf unserer Finanzplattform angemeldet. Das stimmt, ja? Das stimmt, ja. Okay. So, Herr Jürgensmann, sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrungen in diesem Bereich oder sind Sie komplett neu auf dem Finanzmarkt? In welchem Bereich? In welchem Bereich meinen Sie jetzt genau? So, jetzt, ich melde mich vom Findex Capital, so Sie haben bei uns angemeldet, das stimmt, ja? Findex Capital? Nö. So, ja, Findex Capital, Fundex Capital. Nö. Nee. Also, Sie haben bei uns angemeldet. Wer ist denn bei uns? So, auf Findex Capital, der Jürgensmann. Wann soll ich mich da angemeldet haben? Heute haben Sie. Das stimmt? Nee, ich habe mich heute nirgendwo angemeldet. Doch schon, aber nicht bei Findex Capital. Ach so. Okay, alles klar. Und was bieten Sie jetzt an? Hallo?
Ja, hallo. Ja, was geht's denn da jetzt genau? So, ich hätte Jürgen Spahn. Heute habe ich die Listen bekommen und wie ich in meinem System sehe, Sie haben auf unsere Finanzplattform gemeldet und deswegen melde ich mich bei Ihnen. Möchten Sie das Handelskonto aktivieren oder nicht? So, Ja, ich wie bin ja gesagt. Kontomanagerin. Ja, wie gesagt. Also ich, Fundex habe ich mich nicht angemeldet. Aber es ist ja Machst du grundsätzlich alles in klar dann? Bitte? Alles klar, Herr Jürgens Mann. Ja, was bieten Sie Wenn Sie denn dann mich jetzt an? nicht ein. So, okay. So, Herr Jürgens Mann, so wissen Sie ja, erster Schritt, das ist Anmeldung. So, Sie haben angemeldet. Nächster Schritt, das ist Kontoaktivierung. So, mit 250 Euro haben Sie Möglichkeit, so Ihre ersten Schritte auf dem Finanzmarkt zu machen. Natürlich, wenn Sie keine Erfahrungen haben, so von unserer Finanzabteilung bekommen Sie hochqualifizierte Finanzexperten und die helfen Ihnen beim Handeln. Und so, ich bin verantwortlich, Ihnen dabei zu helfen, das Handelskonto zu aktivieren. Und sobald wir damit schaffen, von meiner Seite bekommen Sie vollständige Zugangsdaten, meine ich Benutzername und einmaliges Passwort. So, mit diesen Daten haben Sie Möglichkeit, auf Ihrem Handelskonto einloggen und mir Bescheid geben, ob das Geld schon auf Ihrem Balance gut geschrieben ist. Dann ich verbinde Sie in unsere Finanzabteilung. Also unsere Finanzexperten und Analytiker machen Marktanalyse 24 Stunden und wissen ganz genau, welcher Zeitpunkt für die besseren Transaktionen ist. So, dementsprechend von unserer Finanzabteilung bekommen Sie vollständige Unterstützung, Herr Jürgensmann, und haben Sie Möglichkeit, so Ihre ersten Schritte auf dem Finanzmarkt zu machen, einfach testen, ausprobieren, wie wir arbeiten und wie Finanzmarkt funktioniert. Haben Sie verstanden? Ja, grundsätzlich schon, aber wie heißt Ihre Webseite jetzt nochmal genau, dass ich mir Ihre Webseite mal ansehen kann? Das ist fundexcapitals.com. Können Sie mal buchstabieren? Also Fundex. Friedrich, Ulrich, Nordpol, Dora, Emil, I Bitte? Kapital. Ich habe nur die Hälfte gehört. Plötzlich waren sie weg. Also Funde habe ich jetzt geschrieben. Und dann kommt I. Fandek. Fandex. Und weiter? Sanctipe. Kapital. Wie schreibt sich das? Mit Deutsch oder Englisch geschrieben? Englisch geschrieben, natürlich. Also mit C. Buchstabieren Sie es Ja, auch mal das bitte stimmt. weiter, damit ich keinen Schreibfehler mache. Okay, dann schreiben Sie bitte. C wie Cäsar, Ja. A wie Anton, Ja. P wie Paula, I Ja. wie Ida, T wie Theodor, A wie Anton, L Ja. wie Ludwig, Ja. S wie Siegfried. Ja. .de .com, weil ich hatte mich auf einer ganz anderen Seite angemeldet, deswegen wundere ich mich gerade. Auf welcher Seite haben Sie Ja, angemeldet? So, auf welcher wenn das Plattform ja nicht haben Sie? Ihre ist, dann ist das ja egal. Dann hat das ja, spielt das ja keine Rolle. So, dann versuchen wir es doch mal. Herr Jürgens Mann, wenn Sie möchten, ich Ja. sende Ihnen Zugangsdaten, Benutzername und Ja, einmaliges Passwort, so mit diesen Daten. erstmal möchte ich ja ein bisschen was über Ihre Firma wissen. Weil Okay, kein Thema. ich gucke mich gerade auf Ihrer Seite so ein bisschen um. So, und Okay. was kann ich bei Ihnen denn jetzt mal so verdienen? Welche Gewinne? Solcher Hallo. Jürgens Mann, wie ich Ihnen gesagt habe. Hallo. Hallo. Solcher Jürgens Mann, wie ich Ihnen gesagt habe, so ich helfe Ihnen nur mit technischen Sachen.
um Ihr Handelskonto zu aktivieren. So mit diesem Betrag mit 250 Euro kaufen Sie Lizenz. So damit werden Sie lizenzierter Kunde auf dem Finanzmarkt und haben Sie Möglichkeit, auf dem Finanzmarkt handeln zu beginnen. Und unser Unternehmen gibt Ihnen auch Möglichkeit, auch mit diesem Betrag Ihre ersten Schritte zu machen. Ja, ja, aber ich möchte ja schon noch mal wissen, was man bei Ihnen überhaupt verdienen kann. Weil warum sollte ich mich sonst irgendwo anmelden, wenn ich nicht weiß, was ich da verdienen kann? Vielleicht verdiene ich ja bei Ihrer Firma gar nichts. Also mit 250 Euro, das ist ja kleine Summe auf dem Finanzmarkt, Herr Jungersmann, das wissen Sie, ja. Das ist ja kleine Summe und also beispielsweise der Preis von Bitcoin ist ungefähr 70.000 USD. Dementsprechend mit 250 Euro haben Sie einfach Möglichkeit ausprobieren und natürlich, je mehr Sie investieren, desto bessere Ergebnisse bekommen Sie. Auch mit diesem Betrag haben Sie Möglichkeit, also Ihre ersten Profite und Gewinne also erhalten auf Ihrem Handelskonto, aber sehr kleine Gewinne und Profite. Ja? Also dementsprechend, Herr Jürgensmann, dementsprechend habe ich gesagt, je mehr Sie investieren, desto bessere Ergebnisse bekommen Sie. So, jetzt das haben Sie verstanden? Ja, Sie haben aber meine Frage nicht beantwortet. Sie haben viel geredet, aber meine Frage nicht beantwortet. Wie viel Prozent kann ich, sagen wir mal, aus dem Mindestbetrag verdienen? Hallo? Prozentrechnung war wohl nicht die Stärke dieser Betrügerin und sie hat einfach aufgelegt. Es wäre ja auch zu viel verlangt, wenn die Mitarbeiter einer Trading-Plattform die Grundrechenarten beherrschen würden. Nun gebe ich euch die Möglichkeiten, eure Rechenkünste bis zum nächsten Video zu überprüfen, denn das Video ist jetzt vorbei. Euch eine schöne Woche, bleibt mir wohlgesonnen und lasst euch bitte nicht abzocken. Euer Callcenter-Crusher.